Die Moviebande der Grundschule Nördlingen-Mitte hat einen Film über die Verschmutzung der Meere gedreht. Die Ozeane stecken immer mehr in Plastik. Viele Tiere denken, dass das auch Essen ist und können daran ersticken. Auch große Schiffe, die Waren transportieren, werfen ihr Müll einfach über Bord. Brauchen wir wirklich Äpfel aus Chile, Neuseeland oder Südafrika? Wir haben auch selber Äpfel und brauchen die nicht aus irgendeinem anderen Land. Mit ihrem Film waren die drei Schülerinnen bereits auf vielen Filmfestivals. Erzählt von den Ozeanen. Erzähle von weniger werdenden Fischbeständen, Wasserverschmutzung, Artensterben. Wir sind Gäste in dieser Welt. Benehmen wir uns so? Sei du selbst die Veränderung. Alle für eine Welt für alle! An der Reimer-Bull-Schule in Marne hat sich die Klasse 2b den 17 Nachhaltigkeitszielen und dem Thema Müll gewidmet. Zunächst war der Auslöser, dass wir von unserer Putzfee eine Auszeichnung bekamen, dass unsere Klasse die sauberste sei in ihrem Reinigungsbereich. Um auch ihre Mitschülerinnen und Schüler zum sauberen Handeln zu bewegen, entwickelte die Klasse einen interaktiven Kalender. Er informiert über die Müllproblematik, bietet Lösungsansätze und kann durch Ideen anderer Kinder stetig erweitert werden. Als wir den Kalender aufgehängt haben, war ich schon stolz, hatte ein gutes Gefühl. Also mein generelles pädagogisches Ziel ist natürlich, die Kinder halt dabei zu unterstützen, halt Gestalter und Gestalterin ihrer Welt zu sein und somit ihrer eigenen Zukunft. Sei du selbst die Veränderung. Alle für eine Welt für alle. Juhu! Die Friday-Gruppe zum Nachhaltigkeitsziel 12 der Grundschule Hemslingen hat sich mit den globalen Produktionsbedingungen von Kleidung und der Problematik von Fast Fashion beschäftigt. Es ist bei uns so, dass am Anfang des Schuljahres jedes Kind sich eins der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung aussucht und überlegt, wozu es arbeiten möchte. Wir haben das T-Shirt untersucht und geschaut, aus welchem Land das kommt. Und in Bangladesch, die müssen da halt hart arbeiten und kriegen halt wenig Geld dafür. Ich fand, dass sehr viel Kunststoff und sehr viel Wasser verbraucht wird. Die Kinder entwickelten eine Kleiderreparaturwerkstatt, um den Textilkonsum in ihrem Umfeld einzudämmen. Außerdem initiierte die Gruppe eine Kleidertauschbörse, zu der sie alle Menschen aus Hemslingen einluden. Da waren so viele Leute dabei und ich habe mich so fröhlich gefühlt, dass das so alles geklappt hat. Sei du selbst die Veränderung.